Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Unser heutiges Thema ist Mean Reversion. Ein schwieriges Wort, ein schwieriges Thema, eigentlich nicht, denn wenn man sich mal genau anschaut, was dahinter steckt, ist es relativ einfach und es ist eine sehr, sehr interessante Sache, die wir hier im Optionshandel nutzen können. Wie, was, wo, jetzt im Video. Mean Reversion oder, wenn man es mal sinngemäß ins Deutsche übersetzt, die Rückkehr zum Mittelwert, das ist etwas, was unter Optionshändlern sehr, sehr gebräuchlich ist, wo sehr viel darüber gesprochen wird. Was steckt jetzt aber eigentlich so richtig dahinter? Wenn ihr mal den üblichen Weg geht, das heißt, ihr gebt das Ganze mal in eine Suchmaschine ein und landet dann bei Wikipedia, dann findet ihr hier eine recht komplizierte Beschreibung. Ich blende euch das hier mal ein und ihr könnt euch das mal durchlesen. Und da seht ihr, da wird von verschiedenen Kapitalmarkttheorien gesprochen, da wird von Volatilität gesprochen und so weiter. Also das klingt alles recht kompliziert. Bringt man es auch mal ein bisschen in die Realität und versucht es einfach auszudrücken, dann könnte man sagen, Märkte neigen zu Übertreibungen und diese Übertreibungen werden eigentlich immer wieder zurückgehandelt. Das heißt, Märkte übertreiben oftmals nach oben und dann kommen sie wieder zurück. Märkte übertreiben nach unten, kommen dann ebenfalls wieder zurück. Und das ist dieser Rückkehr zum Mittelwert. Also dass man sagt, es gibt eine durchschnittliche Entwicklung und immer wenn das passiert, wenn es also außerhalb dieser durchschnittlichen Entwicklung ist, dann wird das Ganze zurückgehandelt. Altmeister Costulani hat es in einem seiner Bücher einmal so beschrieben, indem er die Börse verglichen hat mit einem Hund und die Wirtschaft mit dem Herrschen. Und er hat das damals so beschrieben, dass er gesagt hat, die Wirtschaft, also das Herrschen, geht quasi spazieren und die Börse, der kleine Hund, der rennt entweder voraus, das heißt, er übertreibt etwas nach oben, oder aber er rennt dem Herrschen hinterher, er übertreibt quasi der Markt oder die Börse nach unten. Letztendlich landet die Börse wieder da, wo sie sein muss, das heißt, der Hund kommt wieder zu seinem Herrschen zurück. Costulani hat es mit etwas schöneren Worten ausgedrückt als ich. Ich glaube, ihr habt aber den Sinn verstanden. Wie können wir das Ganze nutzen und wo kann man das Ganze erkennen? Schauen wir uns dazu einfach mal ein paar Beispiele an. Starten wir mal mit einem Beispiel aus dem Rohstoffmarkt. Ihr alle könnt euch sicherlich vielleicht daran erinnern, dass wir im Jahr 2007, 2008 eine riesige Rallye im Erdöl hatten. Ich blende euch den Chart hierzu einmal ein und ihr seht, dass allein zwischen 2007 und dem Sommer 2008 Erdöl um fast 190% angestiegen ist. Also es ist eine gigantische Entwicklung, ne, wenn man sich das einfach mal so auf der Zunge zergehen lässt. 190% in anderthalb Jahren ist dieser Preis angestiegen. So, dann kam natürlich die Finanzkrise, keine Liquidität mehr war da, alles fiel nach unten und was passierte? Der Erdölpreis fiel von 150 Dollar pro Barrel auf ungefähr 35 Dollar pro Barrel zurück. Auch hier habe ich euch das mal in einem Chart aufbereitet. Das war immerhin ein Preisrückgang von 77%. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man diesen ganzen Zeitraum mal betrachtet, das waren reichlich 2 Jahre, dann kann das ja nicht mit fundamentalen Dingen zusammengehangen haben. Also weder kann sich so ein Markt wie Erdöl auf der einen Seite so dramatisch von der Angebotsseite her verschlechtern, dass die Preise um 190% steigen, genauso wenig wie innerhalb von 7 Monaten das Angebot so groß sein kann, dass die Preise plötzlich über 70% fallen. Klassischer Mean Reversion Effekt, wir übertreiben nach oben, übertreiben dann nach unten. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an, diesmal aus dem Aktienmarkt. Gerade im Aktienmarkt ist das sehr, sehr häufig zu finden und das ist dann auch etwas, was für uns, kommen wir gleich noch drauf, relativ interessant zum Handeln ist. Hier in diesem Chart seht ihr die Aktie von Nu Skin. Nu Skin, das ist so ein Anbieter von Kosmetikartikeln und das war eine der gigantischsten Aktien in den letzten Jahren, auch wenn es viele vielleicht gar nicht mitbekommen haben, denn diese Aktie ist innerhalb von 5 Jahren um 1600% angestiegen. Ihr könnt euch das auch hier im Chart seht ihr, ne? 1600% ging es nach oben und was passierte dann? Innerhalb von 2 Jahren fiel das Ganze auch wieder um fast, ich glaube, muss ich mal selber nachschauen, 83% nach unten. So, 1600% in 5 Jahren, das entspricht fast 80% pro Jahr.
Und jetzt kann sich jeder ausrechnen, dass es natürlich in diesem Tempo niemals weitergehen kann. Überlegt euch mal, was passieren würde, wenn eine Aktie 10, 20, 30, 40 Jahre lang mit 80% pro Jahr wachsen würde, also der Kurs steigen würde, wo die dann wäre. Ja, das wäre also unglaublich. Deswegen eine vollkommene Übertreibung. Was tritt ein? Mean Reversion Effekt. Das Ganze geht wieder nach unten und da entstehen diese wunderbaren Tannenbaumcharts, wie wir sie nennen. Denn wenn ihr euch das mal anschaut, noch ein paar Kerzchen drauf und ein paar Kugeln und schon haben wir einen Tannenbaum. So, wie können wir als Optionshändler das Ganze nun nutzen? Grundsätzlich könnte man ja sagen, immer wenn es zu einer Übertreibung kommt, machen wir genau das Gegenteil. Das heißt, wenn Preise entsprechend stark fallen, dann gehen wir long. Wenn Preise entsprechend stark steigen, gehen wir short. Jetzt gibt es allerdings ein altes Sprichwort, das wird, glaube ich, Keynes zugeschrieben. Der hat gesagt, die Märkte können länger irrational bleiben, wie wir liquide. Und das ist genau auch das Handicap an der Sache. Natürlich wird immer dieser Mean Reversion Effekt irgendwann einsetzen. Die Frage ist nur, wann er das tut. Es gibt aber ein Instrument, mit dem man das sehr, sehr gut machen kann. Und da kommen wir jetzt direkt zum Optionshandel. Und zwar ist das die Volatilität. Wenn ihr euch hier mal in diesem Chart einen langfristigen Verlauf der Volatilität anschaut, und zwar des Volatilitätsindexes VIX, dann seht ihr, dass der so um einen Mittelwert schwankt. Der ist ungefähr bei 16, aber sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite immer mal übertreibt. Das heißt, wir haben Tiefpunkte, die liegen so im Bereich um 10% oder 10 Punkten besser gesagt. Und wir hatten extreme Ausschläge nach oben, Finanzkrise bis in den 90er-Bereich, letztes Jahr im August bis in den 50er-Bereich. Und wir sehen aber, dass die Volatilität immer wieder zurückkommen muss. Und warum? Volatilität ist Ausdruck von Angebot und Nachfrage, von Optionen zur Absicherung. Absicherung wird immer dann gemacht, wenn jemand Angst hat. Das heißt, man könnte auch kürzer sagen, Volatilität ist Ausdruck von Angst. Viel Angst im Markt, hohe Volatilität, wenig Angst im Markt, geringe Volatilität. Und das ist jetzt das Interessante, denn wenn wir einen extremen Anstieg der Volatilität sehen, dann sehen wir eigentlich einen sehr starken Anstieg der Angst. Jetzt ist es allerdings so, dass Angst niemals lange bestehen bleiben kann. Das heißt, die Volatilität kann nicht 2-3 Jahre oben bleiben. Das geht einfach nicht. Ne? Stellt euch einfach mal vor, der Aktienmarkt fällt zusammen, 5% am Tag, am nächsten nochmal 5%, am nächsten nochmal 5%. Das kann nicht ewig so weitergehen, weil dann ist er in 4 Wochen oder in 8 Wochen bei Null. Also deswegen hört das über kurz oder lang immer auf und das bedeutet dann, die Volatilität geht zurück. Und das können wir hervorragend nutzen, indem wir nämlich dann Volatilität verkaufen, wenn sie sehr, sehr hoch ist. Und den Effekt, den wir uns hier zu nutzen machen, das ist eben dieser Mean Reversion Effekt. Wenn es euch jetzt interessiert, mit welchen konkreten Produkten man das nutzen kann, mit welchen Strategien man das nutzen kann, dann schreibt mir das Ganze hier unten in die Kommentare und wir schauen uns das beim nächsten Video dann einmal genauer an. Und wenn ihr selber solche Strategien handelt, wenn ihr selber Ideen dazu habt, auch dann könnt ihr mir das bitte in die Kommentare schreiben und dann nehme ich das gerne für euch in den nächsten Videos mit auf. Ansonsten sehen wir uns wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg an den Märkten. Servus, macht's gut. Bye, bye.